Poster der Placeholder. Anna ist vermutlich ihr größter Fan. Anna always wanted to take me to concerts. They were just never my thing. Okay, muss ja auch nicht jeder. Die Arztrechnung haben wir schon. Was Anna would pace around the house for hours. Das hatten wir auch schon. And write her articles in one go. Okay, so, gucken wir uns mal weiter. Annas Poster. Sie musste ihren Raum immer zu ihrem Reich machen. Cheesy action movies, dark thrillers and human rights. The melting pot of Anna. Mhm. Okay. So, der Tisch wurde umgeschmissen. Die Platten wurden hier überall zerlegt. Hier kommen wir nicht weiter. Oh, die Gitarre ist aber heil geblieben. Das ist schön. So, wir gucken uns das erstmal an, bevor wir aufräumen. Stand doch da gerade, oder? Nee, können wir nicht nur aufräumen. Na, Spuren verwischen. This feels like the only part of the house I recognize. Whatever punk broke in here wrecked it. Mal gucken, ob wir beim Aufräumen vielleicht noch was finden. There. Jetzt ist wieder besser. Musiknoten. Das Lied, das Anna auf dem Leichenschmaus gespielt hat. Nicks Lieblingslied. Ah, die Gitarre hat ihre Mutter gehört. Glücklicherweise hat sie den Einbruch überstanden. Ja, das finde ich auch Good sehr thing cool. It's intact. It's about the last thing Anna has of her mother. Okay. Dann Bücher, hauptsächlich Soziologie, Geschichte und Schreibratgeber, wie immer. Mhm. Die Kissen hätte er ja auch mal hoch tun können. Hier ist auch noch das, liegt ja auch noch alles darum. Annas Platten. Die können in einigen Genres dem nationalen Plattenverzeichnis den Rang ablaufen. I don't think she ever forgave me for saying I didn't think they sounded better. Mhm. Okay, sie hat ziemlich viele Platten, muss ich sagen. Oh, das Regal haben wir auch gerade aufgestellt. Sehr schön. Hier können wir nicht aufräumen, oder wie? Untersuchen, das hatten wir schon. Oh, hier liegt noch was. Annas Reisetagebuch wartet noch darauf, gefüllt zu werden. I got this for Anna's birthday after she mentioned wanting to travel more. Mhm. Okay, Tagebuch aktualisiert. Reisetagebuch. Anna liebt es, sich in Tagträume über exotische Orte zu ergeben. zu ergehen. Sie machte ein Spiel daraus, fragte, wohin du reisen würdest, wenn du alles stehen und liegen lassen und die Welt bereisen könntest. Sie wollte Paris, London, Shanghai, Vietnam, Berlin und noch viel mehr sehen. Sie sprach stundenlang über diese Orte. Die Museen, die Menschen, die Sprache. So sagtest, du würdest lieber in den Bergen wandern gehen, meilenweit von allen Menschen entfernt. Sie lachte und schlug den Himalaya vor, aber du hattest eher die Wanderwege rund um Basswood im Sinn. Okay, ist also mehr so ein Einsiedler und sie war eigentlich mehr die Welt bereisen wollte und so weiter und so fort. Das ist in einer Beziehung sehr schwierig, wenn man so gegensätzlich ist. So, du hast ihr dieses Tagebuch gekauft, um sie bei Laune zu halten. Vielleicht wusste sie es. Vielleicht dachte sie auch, dass sie dich eines Tages überzeugen würde. Wie auch immer, sie hat das Tagebuch behalten. Die Seiten sind immer noch leer. Mhm. Ja, aber hier gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu sehen. Schauen wir mal weiter. Oha. Zerbrochener Bilderrahmen. Ja.
Das fiel ihm aber schwer, oder? Oder macht sich das Bild wunderbar? Okay, hier ist noch ein Bild nach Joes Unfall aufgenommen. Er wollte, dass es zurückgestellt wird. Kann ich es näher betrachten? Leider nicht. Hier können wir auch nichts mehr gucken. Die Pflanze kannst du noch aufheben, aber naja, wohl nicht. Oha, hier ist auch ganz schön Unordnung. Also meine Vermutung, dass sie gezielt gesucht haben, stimmt nicht. Sie haben auch noch zwischenzeitlich Snacks gemacht. Die Herren Einbrecher. Weinflasche auf dem Boden ausgeleert, reine Zerstörungswut. Who takes the time to have a drink in the middle of a break-in? Na, ich glaube nicht, dass die was getrunken haben. Er. Ist ja schön, er. So, betrachten. She's not gonna want something cold. Always said cold drinks are for parties. Okay, also ich sollte ihr was zu trinken geben. So, wir haben hier noch eine Notiz. Even when he messed up, Nick always found the right words. Okay, lesen wir mal. Es tut mir leid wegen gestern. Du hast recht, ich war distanziert. Die Dinge waren in letzter Zeit ziemlich chaotisch auf Arbeit. Du musst mir nicht verzeihen, aber für den Fall, dass du mich zu einem Konzert einladen willst, lasse ich diese beiden einfach hier. PS, vielleicht sind auch ein paar Pepperoni-Rolls im Kühlschrank. N. Süß. So, hier sind Konzerttickets. Nana's favorite band. Smooth as always, Nick. Die Charleston Concert Hall präsentiert The Placeholders. Ja. Ach ja. Süß gemacht. And always wanted to visit France. But life is just too strange for me there. Okay, war sie denn jetzt schon in Paris? In den 2 Jahren? Kann ja sein. So, aber sonst? Vorratsraum, hier können wir noch öffnen. Vorher möchte ich aber noch weiter gucken. Schränke, hier wurde gründlich gesucht. Okay, sie haben auf jeden Fall was gesucht. Ich rede jetzt erst mit ihm, bevor ich gehe. Making a drink for Anna would be a good way to show her you're here for her. Okay, danke. Inneres, ja. So, mal in die Vorratskammer gehen. She normally keeps some drinks in the pantry. It's been a while, Sam. Things have changed around here. You feel like looking at old keepsakes? No. Sam stuff. Wohl nicht. So, hier haben wir noch einen Schrank. Ah, here's where she keeps the drinks. What? In so einem Schrank? Whisky? Schokoladengetränk, Limettensaft. Wir nehmen mal Limettensaft. On the bright side, I don't think it's possible to make her feel worse. So kann man es auch sehen. You're not helping. Yes, I am. Yes, you are. Thanks. Okay. Oh, das Dingeling hat endlich mal aufgehört. Haben wir jetzt was zu trinken? What are you waiting for? Bring it to her already. Ja, mache ich ja schon. Seit wann lungerst du die ganze Zeit hier rum? Hä? Sonst erscheinst du nur ab und zu. So, hier, bitte. Lime juice. Still something you like? That's sweet. I'd assumed you'd already gone to look around and, I don't know, think. This is just so fucked. Nick? My house? Sam, you should distract her. Get her talking or thinking about anything else. My stuff, everything is trashed. Is this like the worst coincidence? Or is it related to Nick's death? Did his murderer break? Ich soll sie ja ablenken.
Here, have a drink. It'll help. Yeah. Yeah, you're right. It's helping a bit. Okay. Also richtig gemacht, hoffe ich. Kann ich jetzt nochmal mit ihr reden? Nein. Ich kann hier auf der Füßen rumlatschen, aber nicht mit ihr reden. Jo, dann. Ja, hast du noch einen guten Tipp? Anna always has trouble thinking when there's weird noises going on. To be fair, most people do. Like that. Whatever that is, it'd be smart to find it and shut it off. Ich höre nix. Dieses Diddle-diddle-diddle-diddle. I know you want to help her by finding out what happened. Right now, though? Stay focused on Anna. She needs to know she's not alone. Sie hat doch selber gesagt, ich soll alles herausfinden. Dummkopf. Und dieses Geräusch. Was für ein Geräusch. Also dieses Bimmel-Bim war gerade so das, was einen unter Druck gesetzt hat. Aber jetzt höre ich gar nichts mehr. Es ist einfach nur leise. Okay, und hier ist auch nichts mehr. Ja, aber sie will doch nicht mit uns reden. Kann ich mich hier hinsetzen? Nee. Anna? Anna? Mein innerstes Er will, dass ich mich um dich kümmere. Es ist erschreckend ruhig. So ruhig. Anna? Okay, die will wirklich nichts. Finde eine Möglichkeit, Anna zu trösten. Oh Gott. Anna hatte eine Menge zu verarbeiten. Nicks Tod und dann noch der Einbruch in ihr Haus. Ihr Vater will, dass ich sie aus allem raushalte und auf sie aufpasse. Aber dazu ist es vielleicht schon zu spät. Wie auch immer, Anna braucht mich jetzt. Ich kann mich später umsehen. Ja, aber... Aber... Ich hab... Hallo. Wie lenke ich sie denn mal ab? Vielleicht mit ihren Platten auch nicht. Vielleicht mit Musik. Good thing it's intact. It's about the last thing Anna has of her mother. Offensichtlich auch nicht. Mit den Noten? Auch nicht. Weiß auch gar nicht, ob ich spielen kann. Bücher? Nein. Anna would pace around the house for hours, then sit okay, das down haben wir jetzt schon das dritte Mal gehört. Ich weiß nicht, wie ich sie jetzt noch ablenken soll, muss ich sagen. Fernseher anmachen kann ich auch nicht. Tja. Wir haben hier was zu trinken gebracht. Ich hätte ja jetzt eine Platte aufgelegt oder sowas, ne, um sie abzulenken, aber... Ich wüsste jetzt nicht. Jalousie, aufräumen. Finally, there. Okay, was genau hat das jetzt gebracht? Kann ich hier jetzt irgendwas sehen, was ich vorher nicht gesehen habe? Sieht nicht so aus. Er ist weg.
Er ist weg. Okay, aber nach oben komme ich nicht. Ah. Sag mal was. Try talking to Anna about all this again. And remember, go in slowly. Gingerly. Okay. Ach, jetzt kann ich mit Anna reden. Wegen den Jalousien. War ja klar. Hey, are you feeling better? Yeah. Thank you, Sam. Sorry, I just kind of lost it for a second there. Yeah, I mean, careful, Sam. You know you can be indelicate. She needs your support right now. I mean, it hasn't been an easy week, you know? And I've got the feeling it isn't over yet. Was soll ich sagen? Ihn fragen, alles wird gut, ich bin für dich da, das geht uns beiden so. Alles wird gut ist so eine Floskel. Ich bin für dich da, ist, weiß ich nicht, ob das das Richtige ist. Ich würde sagen, es geht uns beiden so. Tell me about it. I should have stayed back in Connecticut. This town doesn't want me here. Coming back, facing all that aggression, being covered in blood, possibly accused of murder. Did you really have to make it about you? Dachte ich auch gerade. I know this hasn't been easy for you either. This all sucks. I'm just so... This whole thing is a mess. But honestly, it's been a mess for a while. Like, everything was fine, you know? Nick moved in. It was nice. But lately, he just closed himself off. He'd been gone most nights. At the bar or the fishing shack. Come home late, refusing to talk about his work. It got unbearable. It was almost like I was living with you all over again. It doesn't feel good, but she needs to get this off her chest. Don't be too harsh on her. Wir sind beide schuld. Das ist nicht fair. Das habe ich verdient. Ja, ja. You're right. Bestimmt. I shut you out, and I'm sorry. The past is the past. None of what's happening now is your fault. I'm just lashing out. It's just having you in the house. It's bringing back a lot of things. We had a good time. So many memories here, both bad and great. We did have a good time, yeah. But then came Dad's accident. The mine investigation. Your proposal. I still feel horrible about how it all happened. But you... You understand why I said no, right? Schlechter Zeitpunkt. Du wolltest mich nicht. Ich hab nicht auf dich gehört. Ich frag ihn mal. Face it, Sam. If you had paid attention, you'd have known she wasn't going to say yes. Also war es ein schlechter Zeitpunkt? I know. The timing wasn't great. Your dad's accident, the mine investigation, me being hated by all of Basswood. That's not why I said no. You knew I didn't want to get married. I told you before, I never liked the idea. Never wanted a ring. When you asked, I just thought I was with someone who didn't know me. That terrified me. And then... It ended so abruptly, you and I. I don't think I ever took the time to really process what happened. I wonder if it would have ended the same way with Nick. If my relationship with him was as doomed as my relationship with you. The way Nick closed himself off to me the last few weeks. Maybe it's just me. Maybe I can't bear to live with someone, to truly share my life, to make compromises and all that. Ja, das Gespräch hilft ihr unwahrscheinlich gerade. Sie macht sich totale Vorwürfe. Wir sind echt ein guter Berater. Es war nicht dein Fehler. Ich bin nicht Nick. Das war nicht das Ende. Ich frage ihn nochmal. She's feeling guilty about what happened. She shouldn't bear that burden alone. Mm.
Es war nicht dein Fehler. It wasn't your fault that Nick closed himself off. No one makes someone distant, especially someone like Nick. It must have been on his side. He was dealing with something dark. I know that's why I closed people off. I never spoke to Nick again after leaving town. It doesn't matter anyway now, does it? He's dead, and whatever we had is done. And we're on our own if we're gonna find out who killed him. I'm not backing down from this, no matter what we find. What about you? Yeah, I mean... Ich muss mich reinwaschen, ich lass dich nicht im Stich. Natürlich. Ich nehme mal natürlich. I want to know who killed Nick as much as you do. Let's get the asshole who did this behind bars. It's the only thing we can do for Nick now. I just keep bouncing back from terrified to angry. That is very understandable. Can you take a look upstairs? I still need a moment. Let me make sure I'm done crying and all that. Take your time. I'll tell you if anything's wrong. Thanks, Sam. Okay. Ich weiß auch nicht, ob wir die Besten sind. Oder ich der Beste, also Sam der Beste ist. Mit seinem inneren Ich da, die jetzt bei ihr sein sollten. Aber nun, so ist es jetzt gerade mal. So, sieh dich um. Anna hatte eine Menge zu verarbeiten. Nicks Tod, der Einbruch. Wir haben ein klärendes Gespräch geführt über all die Dinge, die damals ungesagt geblieben sind. Jetzt sollte ich nach oben gehen und herausfinden, wie groß der Schaden ist. Also ich glaube mitnichten, dass das Gespräch über die Jahre jetzt, also dass das alles sein sollte. Aber nun gut, lassen wir das. Ich fand es auch jetzt gerade nicht angebracht, darüber zu reden. Aber tja, ist nun mal so. So, und wir haben über die anderen noch was rausgefunden. Anna und ich haben die Unterhaltung geführt. Über Nick, über uns. Über alles, was schiefgelaufen ist. Sie glaubt immer noch, dass ich nur an mich selbst denke. Irrt sie sich? Nein, glaube ich nicht. Nach den Antworten von ihm, ich hatte es auch nicht leicht. Ich meine, er bemüht sich, aber ich glaube, dass er einfach ein sehr selbstbezogener Mensch ist. So, beim Sam... ich weiß nicht, ob offen mit Anna zu reden überhaupt etwas gebracht hat. Nicht, wenn so viel Schmerz und Reue ins Spiel kommen. Ja, offen mit Anna reden, ja, aber doch nicht in so einer Situation. Das ist also meiner Meinung nach totaler Quatsch. Ich kann nicht nach 2 Jahren daherkommen und mit ihr mal eben darüber reden, wo jetzt gerade ihr neuer Freund gestorben ist, wo gerade in ihrem Haus eingebrochen wurde. Wieso fängt die Musik wieder an? As far as Bug was concerned, this was her real house. Okay. Joes erster Geburtstag nach dem Unfall. I remember taking this photo. God, seeing it like this is not what Anna needed. Mhm. Hier ist eine Tür, die kann ich öffnen. Ich würde aber tatsächlich erstmal in die offenen Türen reinschauen. It looks like Joan's using this room now. Anna must have been letting her use it when she stayed over. Ja, hier ist aber auch viel durchsucht worden. Joannas Sachen wurden gründlich durchsucht. Joannas Hausaufgaben klug, aber leicht abzulenken. Got the A, corrected the teacher, but still forgot the date. offensichtlich der Schreibtisch eines Kindes, aber trotzdem durchwühlt. Mr. Eichhörnchen. Ach, wie süß. Joannes ältester Freund. Mr. Unicorny. Well, you and Joan have been inseparable since the day she was born. Okay. Und Tagebuch aktualisiert und hier ist aber auch kein Bett bezogen, ne? Betracht. This used to be her old bed. First thing she bought when she settled in. Schönes großes Bett.
eine Unordnung, der ganze Raum wurde verwüstet. Not your standard thief. Too destructive. Oh, maybe trying to send a message? Das ist nämlich das, also was ich am Anfang vermutet hatte, dass gezielt gesucht wurde. Vielleicht ist dieses ganze Chaos extra fabriziert worden. So, und wir können hier in unseren Gedankenpalast. Wir haben eine Erinnerung an das Bett mit dem Kind. Come on, work, klingt you komisch. Chunk. Ist aber so. I know you're awake. No, I'm not. Then how are you talking? I'm a celebrated sleep talker. Come on, get up. I need your help. Did you try rebooting it? That's honestly all I got. I have tried that. If I don't get this done by noon, Walter won't run the article. What do I do? Okay. Let me see it. Thank you. It just won't respond to anything. Do you want a back rub while you work? As your hero, it's the least you could do. I'll do more than that, my white knight. Oh, you will, my princess of the typefaces. Of course. When you fix it. Das ist Bestechung. Ja, und ich dachte, die Joanne hat sich das gekauft. This used to be her old bed. First thing she bought when she settled in. Also meint er nicht die Joanne, sondern die Anna. Dann passt die Erinnerung auch wieder besser. So, aber da ist alles durchwühlt, auch im Bad. Klopapier. Alles durchwühlt. Oh. As if her week wasn't bad enough already. Watch I should erase your it. Back. But then the police wouldn't get the burglar's handwriting. Okay. Schau hinter dich. Oder guck zurück. Ich weiß jetzt nicht, wie man es direkt übersetzt. Ich möchte es nicht abwischen. Zwillingszahnbürsten. Nick war definitiv eingezogen. Okay, hier ist auch noch eine Tür zum Öffnen. Draußen war auch noch eine. Gut, wir nehmen erstmal die. Why is it so dark in here? Weil wegen Rollos? Vielleicht? Durchwühltes Regal. Annas Sachen sind noch da. Okay, es scheinen nur Nicks Sachen dann zu fehlen. Es ist nicht mal das gleiche, alles verändert sich. This room feels so different now. It felt like mine once, but it never was. Wenn die Beziehung so scheiße für ihn war, warum ist er dann mit ihr zusammengeblieben? Wandteppich. Na. Oh, der Laptop. Ist an, ist nicht gestohlen worden. Ist das nix seiner? Wandteppich, das haben wir gemeinsam gekauft. Mein Lieblingskunstwerk im Haus. I asked Anna what this was once, and she laughed at me. I still don't know what it is. Ja gut, aber Hauptsache, wir haben es gemocht. Ah, und das ist, glaube ich, die Tür zum Flur wieder, hä? I guess Anna must have left it on, but she had her laptop with her.
Is this Nix? Dann wird es wohl Nix sein, ha? Huh? Kopiervorgang. Okay. Huh? Is someone downloading something off Nick's laptop? Die sind garantiert noch da. Wusste ich's doch. Vorsicht. Ah! Sam! Sam! Who was that? Sam! Are you okay? Ugh. I think whoever trashed your house just trashed me. Can you stand? Yeah. Yeah. The headache isn't as bad as the one I had this morning. I couldn't get a good look at them. They just sprinted out of the house, and I heard some weird loud engine drive off. Well, whoever it was, they were dumping data off Nick's computer. I must have interrupted them. There's no trace of whatever he took. So what do we even do now? Ja, ist eine gute Frage. Nix Geheimnisse finden, den Schlägertypen finden, nix Backup finden. Was machen wir denn?